Moin! Hier kommen wir zum zweiten Teil von den Paketen, die ihr mir geschickt habt. Und ja, also ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar nehme ich erstmal das hier. Das ist einmal schon mal mega schön, weil da so rotes Geschenkpapier drum ist. Und das packe ich da mal schnell aus. So, also ich habe es jetzt offen. Und oh, das sieht schon jetzt mega geil aus. Und hier sind mir gleich sofort so Zettel entgegengekommen. Und zwar einmal das. Das ist so ein sozusagen YouTube-Button. Und da steht dann drauf, Award für die beste YouTuberin. Das ist schon mal mega, mega cool. Dann ist hier so eine Schleife, wo drauf steht, Schleife für das beste Team, Lia und Alfie. Und hier ist mein Logo auf so einem Spezialpapier. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Auf jeden Fall fühlt sich das mega cool an. Sieht auch mega cool aus. Und als letztes ist hier noch ein Unicorn. Das ist voll gut gemalt, voll mega schön. So, dann ist hier sowas, da hat sie dran geschrieben, kleine Aufbewahrungsbox und die sieht halt so aus. Und da ist so ein kleines Paillettenherz dran, oder drin, eher gesagt. Und das ist mega, mega cool. Dann ist hier noch so ein Dreieck oder sozusagen so eine Pyramide. Das ist irgendwie mega intelligent gemacht. Das ist mega witzig auf jeden Fall. Dann ist hier so ein Zettel, da stehen halt so ein paar Fragen drauf. Und zwar das erste, was war deine höchste Wertnote? Meine höchste Wertnote war 8,5. Ja. Dann kannst du mich grüßen? Ich heiße Charlotte. Ja, also ich grüße Charlotte. Was ist deine Lieblingsmarke? Also ich denke jetzt mal so von Reitsachen, das ist Eskadron. Was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis, schwarz oder grün? Was war das Teuerste, das du je gekauft hast? Also ich denke jetzt auch mal so von Pferdesachen her. Puh. Wie viel hat die Fließdecke nochmal gekostet? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich gerade nicht. Was ist dein Lieblings-Emoji? Gute Frage. Das Unicorn, das sieht voll cool aus. Obwohl, ist das auch, gehört das auch zu Emojis? Ich glaube schon. Kannst mir auf Instagram folgen, heiße... Okay. Cool. Dann ist hier aber noch was drin. Vorhin von der Aufbewahrungsbox, da waren auch noch so andere Pailletten-Sachen drin. Also so eine Blume und noch ein Herz. Na. So, und dann haben wir hier noch so einen Brief, wo erstmal mein Logo drauf ist. Und da ist noch was drin. Na. Einmal ist hier so mit Bügelperlen ein Herz gemacht. Und dann ist hier noch ein Bild von ihr und ich glaube, das ist entweder ihr Pferd oder ihr Pflegepferd. Hier ist auch noch so ein Brief. Warte, nehme ich mal kurz. Oh, wie cool. Da ist auch wieder dieses Papier. Das sieht voll cool aus. Ja, das ist auch ihr Pony. Und das heißt Pauli. Und zwar sieht das so aus. Voll süß. Und hier ist sie dann auch noch einmal auf dem Turnier. Mit ihrer Freundin ist das, ja. Und noch einmal auf der Weide. Voll cool. Und ja, dann hat sie mir noch einen Rückumschlag für eine Autogrammkarte geschickt. Und ja, das war einfach ein mega, mega cooles Paket mit den Bildern und so. Das hat mir mega gut gefallen. Und ja, danke Charlotte dafür. Dann sind wir auch schon beim nächsten Paket. Das ist auch mega cool mit dem Geschenkpapier schon da drum. Geht so schwer auf.
zu. Ja. Jetzt. Also erstmal ist hier sowas. Liebe Lia, bitte der Reihe nach öffnen. Nummer 1 sehr vorsichtig aufmachen. Okay, also das ist die Nummer 1 und es fühlt sich wie Papier an, deswegen glaube ich, oder halt so aufgerolltes Papier. Deswegen glaube ich, dass man das langsam öffnen soll. Das muss man mal sagen. Oh, wie cool. Also hier hat sie so mein Logo hingemalt und darunter halt so Dream Team geschrieben. Mega cool gemacht. Okay, dann Nummer 2. Das Geschenkpapier ist auch mega, mega schön. Oh, wie cool. Wie witzig. Also es ist halt also blauer Stoff, wo sie da mein Logo drauf genäht hat. Das sieht mega, mega cool aus. Voll schön. Und es hat ja an den Seiten auch so ein Loch. Also ich glaube, man kann da auch so ein Kissen rausmachen. Mega cool. Und dann ist hier noch ein kleiner Brief drin. Soll sie grüßen, aber irgendwie steht hier kein Name. Aber ich grüße sie einfach mal. Vielleicht weiß die Person ja dann auch, wenn sie das Video sieht, dass das ihr Paket ist. Ja, also danke für dieses mega coole Paket und hierfür. Ich finde es einfach mega, mega schön. Das gefällt mir so gut. Vielleicht müssen wir mal irgendwie schauen, dass ich daraus ein Kopfkissen machen kann. Auf jeden Fall wäre das mega, mega cool. So. Also erstmal sind hier so selbstgemachte Leckerlis und sie hat mir auch mitgeschrieben, wie das geht. Ich habe die Leckerlis mit Apfel gemacht. Falls Alfie sie mag, habe ich dir das Rezept aufgeschrieben. Also irgendwo hinterher hat sie mir das aufgeschrieben. Und das sieht so ein bisschen aus wie so Kekse, finde ich. Das ist mega witzig. Hier hat sie einmal mein Logo gemalt und hat das dann, glaube ich, abfotografiert. Das habe ich gemalt. Das Bild hängt an meiner Wand. Also hat sie hier hinten drauf geschrieben. Sie hat es halt so gemacht, dass sie meinen Namen halt so runtergeschrieben hat, so Lia und Alfie. Und dann dazu was geschrieben hat. Das lese ich jetzt auch einmal vor. Liebenswert, immer gut drauf, allerbeste. Allerbestes Pony, Lias Pony, für Lia der Beste, immer süß. Mega cool gemacht, auf so eine Idee wäre ich nicht so schnell gekommen. Und dann hat sie einmal meinen Namen so geschrieben und aus meinem letzten Buchstaben halt aus dem A, Alfie, geschrieben und ganz viele Herzchen. Voll cool. Und ja, hier hat sie mir noch einmal das Rezept aufgeschrieben. Sie hat mir so ein Buch gemacht, das sieht mega, mega cool aus. Und ich kann ja mal alles vorlesen, was da drauf steht.
Lia und Alfie, bestes Team für immer. Immer gut drauf. Sie ist die allerbeste Freundin. Und passt super und passen super zusammen. I love you so much. Okay. Richtig cool gemacht. Und dann hat sie hier so drauf geschrieben, was wir machen. Und zwar Dressur, Ausreiten, Springen, Freiarbeit, Liebe, Pflege, Bodenarbeit und Turniere. Voll cool. Und dann hat sie hier noch, wie soll man das sagen, keine Ahnung, ich lese es einfach mal vor. Love, beste Freunde, bestes Team forever. Und dann noch mein Logo, auch mega cool. Ja, das ist mega witzig. Und dann am Ende noch ein Brief. Auf jeden Fall heißt sie Charlene. Sie hat auch ein Pony, das sieht so aus. Und das heißt Cloni. Ja, hier hat sie dann noch einmal mein Logo gemalt und da hat sie auch ganz viele nette Sachen geschrieben. Und hier hinten hat sie noch ein paar Fragen. Und zwar als erstes, bist du dieses Jahr auf der Pferd- und Jagdmesse? Ja, das weiß ich noch nicht. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 21. September. Ich habe am 15. September. Weißt du, wann Alfie Geburtstag hat? Wenn ja, wann? Also Alfie hat am 1. Mai Geburtstag, also jetzt bald schon. Und das ist immer mega cool, weil ich habe immer an Alfies Geburtstag Noch einmal. Das ist mega cool, weil ich habe immer am 1. Mai schulfrei, weil da ja ein Feiertag ist. Und dann kann ich immer zu Alfie. Das ist voll witzig. Sie hat noch einen Videowunsch mit aufgeschrieben und zwar, ich fände es cool, wenn du dich und Alfie mal vorstellst. Und dann haben wir noch als letzte Frage, wann bist du das nächste Mal in Bruchmühlen auf dem Turnier? Mama? Jetzt Ende Mai. Ja, Ende Mai dann. Vielleicht bist du ja auch da, dann sehen wir uns, ja. Auf jeden Fall war das auch mega cool, auch mit dem Bild und mit dem, da wäre ich nicht drauf gekommen. Und die Leckerlis, die mag Alfie bestimmt auch total gerne. Und ja, danke dafür, Charlene, glaube ich. Ja. So, und dann kommen wir schon zum letzten Paket. Und das ist auch wieder mal mega cool mit Geschenkpapier eingepackt. Und ich mache es mal eben schnell auf. So. Oh, wie cool. Sieht schon mega cool aus, wenn man so reinguckt. Es ist halt so ein Briefumschlag und sie hat da Geld mit reingelegt für eine Rücksendekarte da, dieses, nennt man das? Briefmarke. Ja, Briefmarke, genau. Richtig, Mama. Oh, wie cool, das ist, glaube ich, so ein Pferd soll das darstellen. Das sieht mega witzig aus. Seht ihr mein Pferd? Oh, und hier ist das Pferd für drin. So, warte. Voll schön. Was für ein Ballani. Macht ihr quietsch, quietsch. Bitte zuerst öffnen. Okay, da steht bitte zuerst öffnen drauf. In der... So. Das ist sehr gut zugemacht. Und das ging sehr schick auf. So. Oh, wie witzig. Das ist sogar Knete. Also, es ist halt mein Logo gemacht. Und das ist mega cool, weil das ist auch so Knete. Ich kann hier mal, warte. Geht es da gut viel davon ab? Ich habe Angst, dass es alles kleben bleibt. Nein, so. Das ist voll cool. Sieht man das? Ja. Mega witzig.
habe gar keine Ahnung, was da drin ist. Auf jeden Fall knippert es. Wie cool. Also es ist halt so eine Box mit, wie nennt man die nochmal? Ja, diesen Gummibändern. Ganz deine Meinung, Lia. Loombands, genau. Und es sind halt ganz viele Armbänder. Das sieht mega cool aus, weil die so bunt sind. Und so ein kleiner Anhänger. Und dann noch ein anderes Armband, wo verschiedene Anhänger dran sind. Zum Beispiel zwei Blitze oder ein Schmetterling. Mega cool. Hier ist noch so ein Armband drin, das lag auch unten drin. Nein, die Bilder. Also erst einmal ist hier noch so eine Karte. Steht drauf, hey, Kimbum trifft Schweden. Okay, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall voll witzig sieht das Bild aus erstmal. So durcheinander. Dann sind hier noch so Aufkleber. Hier hat sie mein Logo gemalt, also wie hier drauf. Das passt zueinander. Dann ist das hier ihr Brief. Auf jeden Fall ist es schon mal Vanessa und Jessica. Sind das zusammen? Oh, wie cool. Da stehen auch mega liebe Sachen drauf. Und auch was über ihre Ponys und so. Und dann haben sie mir noch zwei solche Magazine eingepackt. Also einmal ist das der von Wendy. Und ja, da sind auch bestimmt ganz spannende Sachen drin. Zum Beispiel wie so ein Comic von Wendy. Oder andere tolle Sachen. Und dann noch sowas von Medizin. Sowas gibt es meistens in der Apotheke. Kenne ich noch von früher. Das ist immer so ein ganz großes Plakat, warte. Sieht man das? Mhm. Cool. Hier sind da auch Pferde drauf. Ja, danke für das Paket, ihr beiden. Das ist mir Jessica und ja, auf jeden Fall danke dafür. Das hat mich mega gefreut. Und vor allem das. Ist voll witzig. Sieht voll schön aus. Das muss ich in mein Zimmer stellen. Auf jeden Fall danke dafür, das hat mich sehr gefreut. Auch ein paar neue Armbänder. Ja, also mit den anderen Paketen, die ich zugesendet bekommen habe, damit bin ich jetzt fertig. Aber ich habe ja noch ein paar Sachen auf der Equitage bekommen. Und ja, die zeige ich euch jetzt auch mal. Boah, das ist schon so schwer, ne? Voll schwer. Oh, geil. Also erstens hat sie mir so ein Bild ausgedruckt von mir und Alfie und das sieht mega schön aus, auch mit dem pinken Rand und so. Das gefällt mir mega gut. Und einen kleinen Brief. Oh Gott, hier kommt ein Brief. Ja, also auf dem Brief stehen auch mega, mega liebe und nette Sachen. Voll cool. Und gucken wir, was da noch drin ist. Und zwar einmal Leckerlis. Oh, darum ist es so schwer. Von Ergasmann. Voll cool. Bleiben stehen hier. Die sind in dem Geschmack Lakritz. Und dann ist hier noch Duschschaum drin von Balea. Wie heißt der? Regenbogendusche. Mega cool und. Er riecht so gut, ne? Ich liebe ihn.
Danke dafür, für diesen geilen Duschschaum und für die anderen netten Sachen. Das Bild möchte ich gerne in mein Zimmer hängen, weil das einfach so mega schön ist. Das gefällt mir so gut. Und ja, danke dafür an, warte. An Emmy und Lilly. Das hat mich mega gefreut, das Paket. Und ja. Und obendrauf, da sieht es auch schon mega, mega cool aus. Also so. Da haben die auch schon was draufgeschrieben und so. Voll cool. So, dann das nächste Paket. Das sieht so aus. Mit ganz viel Washi Tape. Also auch mega witzig. Das öffne ich mal. Das sieht jetzt schon schön aus. Geil. Zieht euch das rein. Geil oder geil? Oh, geil, was ich gerade sehe. Also einmal hier Pferd, Lia und Alfie, Pferd. Oh, geil. Starten wir mal mit dieser Box. Schöne, also erstmal hier oben, mache ich das mal. Washi Tape Power. Ist auch mega cool mit den Bändern. Voll süß gemacht. Ah, geil. Jetzt muss ich es nur noch aufbekommen. Nein. So. Nicht kaputt machen, Lia. Das haben mir auch wieder zwei Mädchen geschenkt. Und zwar einmal Jana und Liv. Jana hat ein eigenes Pony. Und Liv sucht nach einer Reitbeteiligung. Oh, wie cool. Und die haben mir auch noch viele weitere Sachen geschickt. Oder geschrieben, meine ich. Und dann jetzt zu der Box. Und zwar steht hier oben drauf, schöne Erinnerung an tolle Momente mit Alfie. Sieht auch schon mega cool aus mit der Schleife. Sieht schon mega cool aus. Und dann sind hier drei solcher Ballistos drin. Und dann die tollen Bilder. So, oh, wie cool, das ist so ein Buch. Oder nee, sowas. Also erstmal so vom Winter. Dann vom Spring und vom Gelände. Vom Turnier. Nein, so. Noch einmal Spring und noch ein anderes schönes Bild, wo wir ausreiten waren. Gelände und Turnier. Deutschland und Gelände. Das Bild von der Nordsee und das Bild von der Weltschau, wo wir dann da am Sonnenuntergang waren. Und das ist vom Reitabzeichen, glaube ich. Und noch das Bild von der Wiese. Auf jeden Fall ist das mega, mega cool gemacht. Ich glaube, das war absichtlich unten festgeklebt. Ja. Mhm. Ist nur nicht so. Trotzdem mega, mega cool. Danke schon mal dafür. Und ja, dann geht's weiter. Andersrum. So. Einmal hat sie mir dann so Milka-Schokolade, Oreo-Zeugs, keine Ahnung, wie man es nennt. Also Milka-Oreo-Schokolade geschenkt. Und
etwas Leckeres für dich, hast du dazu geschrieben. Und da ist wieder dieses coole Band drauf. Voll schön. Dann etwas Leckeres für Alfie, also das heißt Leckerchen in dem Geschmack Banane. Und als letztes. Oh, wie geil. Boah, kann die gut malen. Ist auch mega cool gemacht mit diesen Farbspritzern, Tupfern, keine Ahnung, Spritzern, ja. Und es hat Liv gemalt und das sieht einfach so mega hammergut aus. Echt Kompliment, muss ich jetzt mal sagen. Danke für dieses mega, mega, mega coole Paket. Es hat mich einfach so doll gefreut und es ist einfach so schön geworden. Mit den Fotos und die Leckerchen, die mag Alfie natürlich bestimmt sehr, sehr gerne. Und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, danke an Liv und Jana. Dann kommen wir jetzt zu dieser riesen Tasche, die noch fast ganz gefüllt ist. Und zwar als erstes ist hier so eine Leckerli-Schale in lila. Und ja, mal schauen, was da drin ist. Ah, so, Leckerlis. Natürlich sind da Leckerlis drin. Oh, wie cool. Das sind so, so sehen die aus. Und ich kann gerade nicht sehen, welcher Geschmack das ist. Warte. Es riecht aber, das ist irgendwie hier so mit Bio-Trauben-Kernmehl und so. Also das ist irgendwie sehr, soll irgendwie sehr gesund sein. Und die riechen auch so würzig sozusagen. Mega cool. Dann hier so eine kleine Tasche, wo erstmal so, so eine Holzblume dran ist. Dann sind hier auch nochmal Leckerlis drin. Und dann halt steht da so ein Name, Lia und Alfie. Und das ist mega schön gemacht einfach. Oh, wie cool. Und das soll dann halt, ich glaube, so ein... schauen. Das soll so ein Bilderrahmen sein, wo man dann immer so verschiedene Sachen reinmachen kann. Warte. Oh, cool. Dahinter sind solche Sternchen. Bestimmt kann ich die da auch so alle draufkleben. Das ist auch cool mit den Glitzersteinen gemacht. Und hinten steht so drauf für Lia und Alfie. Dann ist ein kleiner Brief. Wie cool. Ich glaube, das ist mit so Kreidezeug gemacht. Auf jeden Fall sieht es so aus. Das hat mir die Sophie geschenkt. Das ist einfach mega, mega nett. Auch was sie geschrieben hat. Und ja, danke dafür, Sophie. Na, bleib hier. So. Dann habe ich so ein was geschenkt bekommen, halt, das ist so Futter gemischt. Da steht drauf, nur Wasser oder Möhrensalat zugeben, mindestens eine Stunde bei 100 Grad backen. Okay, ich glaube, das soll so ein Pferdekuchen werden. Oder, nee, Kräuterleckerlis. Oh, wie geil, das muss man halt so zusammenmischen. Und, entweder Wasser oder Möhrensaft dazu tun und dann kann man da so Kräuterleckerlis draus machen. Dann ist hier so ein kleines Geschenk drin gewesen. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes bei lag. Auf jeden Fall lag das da jetzt so drin. Oh, wie cool. Die mag ich voll gerne. Das sind so Waffeln halt mit so Schokolade dazwischen. Die schmecken immer mega gut. Dann ist hier so eine kleine Tüte. Au. Also einmal ist hier eine Bürste drin. Oh, die fühlt sich so witzig an. Geil. Oh. Jetzt schrubben wir nicht mehr Alfie, sondern nur noch mich. Das fühlt sich so witzig an.
ein Brief mit Emojis. Das kommt alles von Victoria. Lia und Ivy Dream Team. Oh, da stehen voll nette Sachen bei. Mega cool. Und ja, danke Victoria für die Bürste. Für die geile Bürste. Und für den Brief. Dann sagen hier ist ganz viele Zettel drin. Und einmal so ein schönes Bild, ne? Ist das nicht geil? Das ist einfach das Geilste, was ich je gesehen habe. Das ist so mega, mega schön, echt. Ich kann... Wie kann man sowas malen? Das ist einfach so schön. Krass. Da stehen auch voll nette Sachen drauf. Und hier ist ja einmal das Logo und so ein Armband. Das sieht voll cool aus, weil da ein so eine glitzernde Perle mit drin ist. Und ja, dann, das ist mega cool, ist hier so eine Mappe. Und zwar ist die von Nele. Und ich schaue mir die jetzt mal an. Liebe Lia und Alfie, ich finde, dass du für dein Alter sehr gut reitest. Ich hoffe, dass ich dich nochmal sehe. Ich habe auch einen Pony, er heißt Hexrix. Oder sie nennt ihn immer Rexy. Er ist einfach 18 Jahre alt, ein deutsches Reitpony und ca. 1,75 groß. Oh, wie cool, die hat es auch gemacht, halt so mit meinem Namen runterschreiben. Dann bei L, lustig, I, immer schön, A, Elfie ist dein Schatz, so. Oh, wie cool. Die hat da so eine Tasche rausgemacht aus Papier. Sieht mega witzig aus. Mal schauen, was drin ist. Da sind Leckerlis drin, das fühle ich. Da hat sie halt so Alfie runtergeschrieben und bei Else Lia mit hingeschrieben. Alfie, Alfie, Alfie! Da sind Steine und Muscheln drin. Wie witzig. Also auf den Stein hat sie halt so Alfie drauf geschrieben. Und auf die Muschel Lia. Dann ist hier noch sowas mit... Achso, Lia. Und Alfie. Andersherum. So. Voll witzig. Okay, das ist für Lana. Das ist ein eigen selbstgemachtes, eine selbstgemachte Sache. So. Und das hat ihr Hund auch. Wie witzig. Also es sind halt nur so Stofffäden. Und ja, mal schauen. Nani. Na, magst du das? Schau hier.
So. Ich habe sie einmal mein Logo gemalt. Und dann hier ein Bild von mir und Elfi gemalt. Ist auch voll schön geworden. Und ja. Ja, voll cool. Danke schon mal dafür. So, dann habe ich hier so eine mega coole Kiste geschenkt bekommen. Das sieht voll süß aus. Das ist für Lia. Und das ist von Marie. Und die hat da so ein, mein Logo drauf gemalt. Das ist auch voll cool. Und sie hat da Leckerchens reingepackt. Die anderen sind rausgefallen leider. Aber ja, auf jeden Fall finde ich die Schachtel schon mal mega, mega cool. Die sieht so schön einfach aus. Damit, da kann man eigentlich gut Sachen drin sammeln, so wie Schmuck oder so. Dann habe ich hier noch so ein, wie heißt das, so ein Strick. Und der sieht mega cool aus, weil der so richtig leuchtet. Mega witzig. Und der hat hier am Ende auch so schwarzes Leder und einen Panikhaken. Kein Panikhaken, so ist es. Kein Panikhaken. Und das, der ist sehr, sehr lang, also könnte ich mir den gut für die Bodenarbeit vorstellen. So, dann habe ich hier so ein Heft geschenkt bekommen, wo erstmal mein Logo drauf ist. Dann halt so ein Bild, halt Pflege, Springen, Dressur und Gelände. Mega cool gemacht. Und dann habe ich hier noch so einen Brief, wo drauf steht, bitte ein Video öffnen. Ich lese es mal vor, weil die ja gern, dass ich das, weil die ja gehen wollte, dass ich das in einem Video öffne. Und zwar: Wir hoffen, dir, deiner Familie und Alfie geht es gut. In deiner Art bist du immer offen und ehrlich und behandelst deine Community sehr liebevoll. Du hast es geschafft, mit einem sehr jungen Pferd viel zu erreichen und schon in so jungen Jahren sehr weit zu kommen. Das bewundern wir und wir hoffen, dass du in deinem Leben noch viel erreichst. Das ist von Laura und Delia. Und ja, die haben mir auch einen Rückbrief gesendet für eine, wie heißt das, für eine Autogrammkarte. Und ja, da standen auch mal wieder mega, mega viele nette Sachen drin. Und ja, das war's dann jetzt mit dem Video, mit den ganzen Paketen oder eher gesagt mit den ganzen Geschenken, die ich auch auf der Equitana bekommen habe. Ich hoffe, euch hat's gefallen, es war nicht allzu langweilig. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!